Raus aus Öl und Gas. Das wird gefördert. Das ist der Kanal Hausverwaltung leicht erklärt. Ich bin Stefan Jaklitsch, Steuerberater und Immobilientreuhänder aus Graz. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren und auch die Glocke drücken. Unser grüner Vizekanzler Werner Kogler hat ja schon das Ziel, die Mieten bei Wohnungen mit Gasheizungen zu reduzieren. Hier das Video zu diesem Thema. In diesem Video geht es darum, welche Alternativen es zu Öl- und Gasheizung gibt und wie das gefördert wird. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und so weiter hat hierfür eine neue Homepage errichtet. Die Homepage ist www.kesseltausch.de. Du siehst es hier eingeblendet und am besten gehen wir die Homepage kurz durch. Der erste Punkt, warum sollte man wechseln, ist hier erklärt. Fossile Heizsysteme sind schlecht für die Umwelt und Geldbörse. Welche Alternativen gibt es? Einerseits gibt es Nah- und Fernwärme. Die Vorteile werden hier angepriesen. Verlässlich, versorgungssicher, keine zukünftigen Investitionen in neue Heizkessel, keine oder geringe zusätzlichen Kosten für Service, Wartung, Reinigung. Man braucht keinen Platz im Heizraum und die Abrechnung geht nach tatsächlichem Verbrauch. Natürlich, wenn man Fernwärme hat, ist man abhängig vom Lieferanten. Wenn keine Fernwärme geliefert wird, ist es kalt. Nächste Alternative sind Wärmepumpen. Bei den Wärmepumpen muss man vor allem schauen, ob es sich auszahlt, ob das Gebäude effizient ist, ob es gut gedämmt ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, verbraucht man da weit mehr Energie, als es bringt. Als dritter Punkt wären Biomasseheizungen, das heißt Pellets, Hackgut und Holzheizungen empfohlen. Diese Heizungen werden vor allem empfohlen, wenn man große Heizungsvorlauftemperaturen hat und einen sehr großen Energieverbrauch hat. Dann kommen wir zum interessantesten Punkt, was wird gefördert? Hier wird auf der Homepage unterschieden zwischen privaten, mehrgeschossigen Wohnbau und Betrieben. Bei privaten wird ein Fernwärmeanschluss empfohlen. Wenn das nicht möglich ist, wird die Wärmepumpe oder Biomasseheizung empfohlen. Laut der Homepage wird ein Betrag bis zu 7.000 Euro gefördert. Zusätzlich kann noch ein Solarbonus von 1.500 Euro vergeben werden. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, wenn man eine Fernwärme installiert, ist man natürlich total abhängig von der Lieferung der Fernwärme. Und wer weiß, ob das immer gewährleistet ist. Bei mehrgeschossigem Wohnbau wird natürlich auch die Fernwärmeheizung empfohlen. Wo das nicht möglich ist, wird auch eine Wärmepumpe oder Biomasseheizung empfohlen. Und hier kann man bis zu 15.000 Euro Förderung bekommen und einen Solarbonus bis 4.000 Euro. Bei den Betrieben schaut es ähnlich aus, wobei hier keine Förderbeträge angeführt sind. Der nächste Punkt ist Ablauf. Hier wird eine Energieberatung empfohlen und es gibt mehrere Stellen, an die man sich wenden kann und für jedes Land eine eigene Beratungsstelle mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Zu diesem Thema habe ich auch ein paar Videos. Eines ist hier verlinkt. Heizung umrüsten, Elektro- und Infrarotheizung, was ist besser? Oder hier verlinkt, drei Tipps, wenn Russland den Gashahn abdreht.